Oh Aber, Gott! also, der Wolf hat jetzt da irgendwie alle zerlegt, aber. Okay. Schon mal da gewesen? Die Matriarchin. Am Schrottplatz? Nein. Hab nur das Schild auf dem Weg gesehen. Ich finde, so ein Schrottplatz ist halt auch nachts wirklich echt kein geiler Ort irgendwie. Nee. Was, wenn wir. Also, selbst wenn du eine frische Tetanus-Impfung hast, aber. Ich dachte, das ist wirklich unheimlich irgendwie. Das Hackett-Gelände. Die Hauptstraße liegt eine Meile da lang. Hey, wieso kenne ich mich hier so viel besser aus als du? Klappe! Wir laufen also noch eine Stunde bis zur Hauptstraße. Und nach weiteren 3 bis 4 Stunden Fußmarsch sind wir dann beim nächsten, was weiß ich. Ja. Was war das? Lass uns weitergehen. Ja, lass uns weitergehen, bitte. Tja, so sehe ich jetzt wohl aus. Was? Mit einem Haken sieht's cool aus. Wir nennen dich Hookie McHookface. Hookie McHookface, schön. Ja, das fand er, glaube ich, nicht so gut. Ich würde ihn Huckleberry Finn nehmen. Niedergeschlagen. Genau, positiv. Ja, komm, wir sind mal positiv. Komm, wir sind mal sonst positiver Dude. Ja, es ist echt was Neues. Ich mache mir verschiedene Aufsätze drauf. Ja, Mann, lass dich drauf ein. Ist ja auch eine Mordstory. Ja, ich schätze, das ist etwas, worüber man im Radio spricht. Und in ein paar Jahren lachen wir alle drüber. Du, nein. Ich, vielleicht sogar Ryan. Haben wir was neugierig? Haben wir unsere Chance verpasst? Ein Na, er und Ryan. Ja. Ja, dann ist er mal neugierig. Ich war... Ich hätte gedacht, er und Caitlin. Echt kurz davor. Täusche ich mich oder wäre da beinahe was passiert? Vielleicht ja nächstes Jahr. Naja, schaffen wir erstmal dieses. Dieses sag ich doch. Zwischen ihm und Caitlin. Nein. Nein. Ist aber am Ende auch egal. Bezog sich wahrscheinlich eher auf den Kuss. Typ Ryan steht. Ja? Selbstsicher und heroisch. Der fast passiert wäre, aber wir haben uns ja anders entschieden. Also Piraten? Vielleicht hat sie ihn am Haken. Da. Außerdem steht sie doch auf den Wolfsjungen. So sagt der Wolfsjunge auf jeden Fall. Ja, nur weil der Wolfsjunge das sagt, muss es ja nicht stimmen. Er hat ein Näschen dafür, der Wolfsjunge. Oh, Scheiße. Wow. Schon gut, ein Bewegungsmelder. Alles gut. Glaub ich. Geht erstmal Flutlicht an. Alles gut. Steampunk ist zurück. Ah, komm, da lang. Sie haben eigentlich aufgefallen, dass durch die Bank weg alle Frauen, also alle weiblichen Charaktere in diesem Spiel total mega tough sind und alle Kerle tatsächlich eher weich? Nee. Auch mal erfrischend anders. Aha, was haben wir da unten? Ach ja, da warten die, oder was? Okay, cool. Und was machen wir jetzt? Tja, machen wir es uns doch mal gemütlich. Mit ein paar Cocktails, ein bisschen Fernsehen. Ja, ja, sehr real. Ach komm, nö, also kann man jetzt so nicht sagen. Ich kenne wirklich echt einen Haufen taffer Mädels und ich kenne auch einen Haufen taffer oder nicht so taffer Männer irgendwie. So also. Bist du immer so... positiv. Oh, wieso fragst du mich das ständig? Außerdem wird es eh Zeit dafür. Ich meinte eher deine Zuversicht und nicht dein... Das ist mal so ein Spiel kommt immer her. Du gerade tust. Ich weiß nicht. Ich jetzt glaub, sind dass nicht so überzogene Frauencharaktere irgendwie. Also jetzt halt so Resident Evil-Style, sondern sind ja tatsächlich noch irgendwie relativ realitätsnah. Was war die Frage? Über alle Tinte weggequatscht gerade. Freundlich. Oh ja, bitte. Neugierig. Was, ja... Sie fragt, achso, ich bin, wa? Hm. Bist du oder bin ich? Weil ich hatte sie, ja. Alex, bist du? Nicht Alex, ja, weißt du, wie ich meine. Abigail. Abigail. So, okay, freundlich, oh bitte. Na, ja, okay, na, dann bin ich doch mal freundlich. Okay. Macht sie jetzt ein Foto? Bitte, was? Bitte. Denkst du wirklich so über deine Follower, dass alles Trantüten sind, die du aufmuntern musst? Wow. Geh auf mich los und nicht auf meine Follower. Die Emma Nation. Du musst echt einen besseren Namen für die finden. Emma Nation? Emma Nations, Alter. Wie nennt sich unsere, Community? Die Benny-Bande? Oder was? Na los. Der muss ja, muss ja so ein Zwischenspiel zwischen unseren beiden Namen ja sein. Na scheiß Nacht, sie kann mich echt am Arsch lecken. Schön. Die Benny-Bande. Finde ich aber okay, Alter. Benny-Bande, sammeln! Auf zum nächsten Stream! Los!
Langsamer. Laura, haus her jetzt. Los, du Schlampe. What? Ich bringe dir die Birne weg. Warum hat sie denn immer noch die Waffe? Ich bin schon gerade gefragt, das ist doch mal alle runter. Im Dunkeln trickst du nicht, Spatz. Oh. Meinst du? Mach mal gelbe Augen an. Ja, das kann jetzt aber auch ganz böse... Ich konnte leider nichts machen. Ich hätte sonst geschossen. Jetzt räche ich meine arme Kehle. Nix da. Lass mich los, verdammt! Okay. Ja, und nochmal eine totale drauf. Wunderbar. Schön. Als ob sie das überlebt. Außer sie ist. Was ist hier oben los? Auch ein Werwolf. Ja, na, Herzdruckmassage, ich weiß nicht. Liebling. Komm schon. Wach auf. So, Freunde, jetzt ist die Scheiße durch den Ventilator geflogen. Ach du Kacke. Ist tot. Kleiner Bobby. Ma ist tot. Oh oh. Ich glaube, Bobby wird jetzt nicht mehr so freundlich sein. Jetzt wird niemand mehr beschützt. Travis. Nein, falsche Taste. Oh. Headshot. Oh, Messer. Oh, scheiße, Alter. Eieieiei. Ich glaube, Ryan geht's nicht mehr so gut. Oh. Das lief jetzt so semi irgendwie. Na, Ryan hat ja eine Waffe, also. Ja, in ihm steckend, oder was? Ja. Okay. Aber. Oh Mann, so ein Dreck. Alter, jetzt ist da die Lunge punktiert, ey. Oh Gott. Ach du Scheiße. Messer rausziehen oder nicht? Ja, nee, lass drin. Ja, sagst du zuerst und dann sagst du, nee, lass drin. Jetzt habe ich gesagt, ja. Nee, da kannst du aber noch entscheiden. Rausziehen oder nicht rausziehen. Nicht weiter rausziehen. Das ist tatsächlich irgendwie, sollte man nicht machen. Irgendwie. Geht nicht. Okay. Aber sag nicht beim ersten Mal ja. Ja. Okay, Ryan. Lass uns laufen. Bin mal gespannt, wie sie das machen. Ja, na doch, sieht noch relativ fit zu Fuß aus irgendwie. Also. Oh, da, na ja, wir gucken mal. Ist aber bloß ein Messer. Egal. Wir gucken uns erstmal noch ein bisschen um, schauen uns jetzt nach einem. Oh, ein Bild. Was ist das? Ein Anhänger? Mhm. Und dein Liebesbrief. Die Lovers. Meinst du die Lovers? Ja, also, guck mal hier. Hey, Granny. Kayleys Brief. Oh, Kaylee. Kaylee Hacketts Bekenntnisschreiben an ihre Großmutter. Bekenntnisschreiben? Naja, wird. Wahrscheinlich irgendwie, hey, Großmutter, ich bin infiziert und habe gerade Menschen hier fressen, aber ich weiß nicht. Okay, aber sie nimmt es erstmal, er nimmt es erstmal mit. War auch sehr inhalts, wie sagt man denn, sehr inhaltsvoll irgendwie der Brief. So straff zusammengefasst, so, ja, Bekenntnis schreiben, okay, alles klar. Na nun? Ja, da ist doch eine Geheimwand dahinter, oder? Stuben- und Revierkontrolle. Das war doch noch nicht alles. Will doch keiner sagen. Aha! Ah, der Tod. Death. Der Tod. Tod. Der Tod in jeder Form. Den Tod heißt Wandel, denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrauen. Doch in deinem Fall ist tot, schlichtweg tot. Okay. In meinem Fall heißt tot, schlichtweg
Tod. Ja, also die Tarotkarten sind tatsächlich halt immer sehr lebensfroh gestaltet irgendwie und auch in ihrer Beschreibung strotzen sie vor Lebensfreude. So, hier geht's nochmal raus. Hier, guck mal, hier können wir noch ein bisschen schlafen gehen. Oh, alles schön, genau. Schnapp dir noch den Eimer unterm Bett. Wunderbar. Oh! Oh Gott, was will? Muss man denn so weit denn jetzt machen? Irgendwie? Also ehrlich, wer, nee. Wer kackt denn an den Eimer rein? Und lässt ihn denn da runterstehen? Also wirklich. Okay. Bin keiner jeden. Kann man das bitte zensieren? Mich schickt nicht. Mit so expliziter Inhalt. Guck mal, jetzt können wir durchs Schlüsselloch gucken, pass auf. Da finden wir Chris. Na, oder noch ein anderes Auge? Aha. Was haben wir da? So, wir haben jetzt noch eine Tür, die wir nicht begutachtet haben. Wobei ich immer noch glaube, dass wir hier durch den Schrank, dass es hier irgendwo noch durchgeht. Aber wir haben noch diese Tür. Mal gucken, ob wir da durch können, wo es da hingeht. Okay, wir kommen nicht raus. Na gut. Das heißt, wir müssen immer noch durch den Schrank. Oh, Bobby kommt. Bobby is coming. Wohin? Tür versperren oder verstecken? Verstecken. Okay, wir verstecken uns. Wir haben jetzt... Verstecken wir uns im Schrank oder unter das Bett? In den Schrank. So. Tatsächlich wahrscheinlich lieber unter Bett irgendwie, dass wir zur Not den Eimer umstoßen, dass er dann sagt so, iiii. Okay. Also. Oder ist behält. Ich meine, ich glaube nicht, dass Bobby damit ein großes Problem hat, ob da jetzt der Eimer voll Blut oder voll... Nee, Fäkalien waren das. Fäkalien. Ja, aber ich glaube, keiner fest gerne in Fäkalien. Darauf baue ich. Okay. Brocken, Alter, ey. Wir dürfen auch nicht vergessen, der hat schon mal einen Schuss abgehalten mit der Schrotflinte. Von Ryan. Naja, weil er ja auch so ein Vieh ist, ne? Ach so? Naja, sind die doch alle so, wie ich es jetzt verstanden habe. Oder? Oh shit. Atemberaubend. Hast du gerade freigeschaltet. Oh, das muss so fucking wehtun, ey. Aber Adrenalin macht es vielleicht möglich. Oh, Scheiße. Na dran, melde mich. Over. Krasser kleiner Kerl. Zu laut! Zu laut! Oh Gott. Als ob er das nicht gesehen hätte. Kann er mir doch nicht erzählen. Hat er nicht gesehen. Hat er das auf jeden Fall gehört. Du kannst dich nicht vor mir verstecken, Wichser! So schnell ist die Sympathie gekippt irgendwie, wa? Ja. Am Anfang war ich ja noch der Meinung irgendwie, ey komm, das sind doch hier Best Buddies nachher. Ne, die wollten uns ja auch so eigentlich beschützen. Ja, jetzt nicht mehr. Was zum... Nee, und sie hat überlebt, weil halt, ne, ob Kopfschuss oder nicht. Ist halt keine Silberkugel. Doch, na ich doch, da waren noch Silberkugeln drin. Die waren in ihrer Schrotflinte, ja. Aber nicht in der Pistole, von der sie abgeschossen wurde. Das ist ja hier Laura, die hat ja einen Headshot bekommen. Genau. Deswegen, die wacht einfach wieder auf und sagt sich, hallo, da bin ich. Okay, das ist auch schon echt spooky irgendwie, wa? Was guckt sie sich an? Oh, sind nur die? Ist das die Mama? So, langsam echt nicht mehr gut aus. Nee, die ist kurz vorm Verwandeln wahrscheinlich, oder? Ja. Oh je. Okay, hier geht's. Raus? So, Chat, ihr könnt ja mal gerne mal schreiben, irgendwie, ob ihr glaubt, dass Laura unser kleines Abenteuer überlebt oder nicht. Ah, ich glaube. Schaffen wir The Cure für sie oder nicht? Also, wir müssten ja eigentlich dann ja den Oberwolf töten? Genau, damit sie halt dann auch wieder. Ja, normal ist.
Okay, ich muss hier anscheinend nach oben. Ich sehe aber nichts, ne? Also ist wieder dieses Haus ist so dunkel, so duster. Ich sehe nix. Ja, was soll ich sehen, wenn die Lady Dimitrescu entgegenkommt? Ja, dann renne ich aber wie ein kleines Mädchen wieder weg. Und schreie auch so. Hä? Hallo? Kannst du... Ach, die Stufe kannst du nicht mehr hochlaufen? Doch, okay. Hä? Auf einmal so stehen geblieben. Mittendrin. Okay, wo sind wir hier? The next door? Also bis jetzt ist die Meinung im Chat einhellig und sagt, Laura packt es irgendwie. So, wer unsere Videos verfolgt hat, was ist Steves zweite Lieblingsaufgabe neben Schubladen öffnen? Und Fernseher ausschalten. Entschuldigung, war ganz vergessen. Ist ja auch so ein Lieblingsspiel von Stevie. Ja? Bitte schreibt es in die Kommentare. In 3, 2, 1. Ja, ihr habt recht. Eine Wanne füllen und da einsteigen. Das ist auch so ein Fable von Stevie. Ich mach mir halt gerne mal ein schönes Schaumbadchen. Ich sehe in so einem Horrorhäuschen. Das ist mir ganz schön eigentlich. Mach mir eine Kerze an und dann mach ich mir das Muckelisch da drin. Das ist wohl wahr. Ja, ich lese hier gerade. In der Badewanne Wasser aufdrehen. Dabei bleibt es meistens nicht. Tatsächlich. Ich erwische mich tatsächlich sehr häufig, wie mein Charakter plötzlich wirklich baden geht. In einem Horrorspiel. Was für bescheuert ist. Mann, wir werden hier verfolgt. Oh, scheiße, von irgendeinem Monster. Ey, eine Wanne. Oh, was ist denn das? Badusan? Da riecht doch erstmal eine Wanne. Der ist wirklich... Das macht er gerne. Warte mal, guck dich mal kurz um, bitte. Ja. Ah, krass. Tatsächlich habe ich jetzt... Also, ja, das Zimmer erinnert mich gerade, bis auf den Gang, der jetzt nach hinten weggeht, echt mega an Resident Evil 4. Okay. Da gab es einen Raum, irgendwie, das Leon durchs Fenster gesprungen. Und der... Also, der hat mich jetzt gerade total daran erinnert. Warte mal, wir können ja mal irgendwie... wenn das Video jetzt bei Twitch geht's natürlich nicht, bei YouTube wird's jetzt mal gleich plop machen irgendwie. Da können wir mal gucken, was ich meine. Die nicen plops von Stevie finde ich immer geil. Der Pegelspringer, wa? Ja. Plop. Oh, hier, guck mal, hier geht's weiter. Hä? Hey, was ist jetzt unser... Was ist denn eigentlich... Das sieht aber nice aus, Alter. Ach, geil. Also, ich weiß... Wiederhole mich extrem häufig, aber ich feiere diese Grafik wirklich. Die ist. Die sieht so, verzeiht mir auch so pornös aus irgendwie. Aber was ist unsere Aufgabe jetzt? Unsere To-Do mit Laura? Eine Waffe finden? Dr. Fred aufhalten? Tentakel besiegen? Und, natürlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Bescheuert, Cindy? Cindy aus dem Knast retten? Cindy aus dem Knast retten? Ja, Cindy? Sandy! Sandy, entschuldigt bitte. Sandy. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine. Plop! Meine Mensch. Gibt es hier echt Bären? Was? Bären? Wie kommt die denn jetzt auf Bären? Was? Die Jagderrungenschaften der Hacketts. Wieso haben sie die Einschusslöcher und Verletzungen nicht verdeckt? Vielleicht dienen sie als Erinnerung daran, dass diese Tiere wirklich tot sind. Mhm. Okay. Tja, nee, wir wollen den Kämmern machen, du, ne? Oh, sie sieht echt so krass schon aus. Und jetzt Moonlight Sonata. Ding dong, die Hexe ist tot, sie frisst kein Brot. Komm, wir spielen ein bisschen. Wir wollen ein bisschen... Klavierspiel! Aber wir haben sie auch gar nicht eilig. Nee, gesucht. Oh Gott. Das wurde schon lange nicht mehr. Hier pflegt die Übersprungshandlung. Okay. Das war dann wohl nix. Dann gehen wir weiter. Weiter nach oben. Ich dachte, jetzt hat sich gerade eine Tür geöffnet, so dieses Quietschen. Wie ist denn das eigentlich jetzt? Du spielst jetzt über Tastatur und Maus? Ja. Ist ja jetzt nicht ganz so geil wie ein Pad. Funktioniert es für dich trotzdem oder ist es jetzt sehr krampfig? Nee, das geht sogar. Also auch das Umschauen selber geht eigentlich. Wenn man weiß, wie man das am besten dreht und wie die Maus halt reagiert, wenn du eine gewisse Bewegung machst, dann kannst du das eigentlich ganz gut steuern. Also es geht. Also sobald man sich eingegroovt hat. Oh, ja. Der Sound ist auch jetzt wirklich cool. Das meine ich halt so, denn habe ich lieber so einen Sound, so eine Soundkulisse,
als irgendwie so ein. Nee, 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 alle sind tot. Ach so. Die Sonne. Hier kommt die Sonne. Das Versprechen des neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Oh, das ist aber positiv. Hm. Selten, aber okay. Aber guck mal, hier oben haben wir doch den Stromkasten, oder? Können wir damit nicht den Käfig unten aufmachen? Die Augen. Oh, jetzt ist die große Frage. Macht er jetzt einen... Okay, nein. Er will sich auf den Kampf einlassen. Keine Schusswunde? Mir geht's besser. Sie ist gebissen. Oh, willst du nochmal schießen? Hat letztes Mal ja toll geklappt. Aber diesmal hat er vielleicht eine Silberpatrone. Oh. Ich habe vielleicht nicht genug Silber, um dich zu töten. Aber ich kann dich leiden lassen. Oh. Diesmal nicht, mein Freund. Diesmal ist Quicktime Betty da. Na? Oha! Angreifen oder rennen? Eigentlich wie ich... Elementare Frage. Ah, komm, wir rennen weg. Ich will ihm eigentlich nichts Böses. Ich hab schon der Mutti das Gesicht weggeschossen. Wie ist deine Position? Wo seid ihr genau? Aber rennen hat anscheinend nichts gebracht. Was passiert? Ja, Strom, mach den Strom aus! Jawohl, jetzt kommt Jacob. Oh, und der andere Käfig ist aber auch offen. Ja, aber der andere ist ja, der hat ja Silber gefressen. Stimmt. Siehst du, das meine ich, er muss nämlich da raus, also in Käfig 3, um in Käfig 5 zu kommen. Deswegen, Ryan hat es schon richtig gemacht. Ach ja, da ist ja wieder der Batman. Genau, das ist Batman-Symbol. Batman. Wo bist du? Hey! Ihr hört alle auf damit! Jetzt gleich! Weil er der sehr vernünftige ist, oder was? Schieß schon. In die Fresse. Sie hat Kiri einfach gekillt. Und dann noch deine Mutter. Halt! Na, guck mal, er hat Sympathien für uns. So ein bisschen. Ach ja, er ist ja noch mit Bobby unterwegs. Genau, ja. Er macht noch eine kleine Roomtour mit Bobby. Aber, jetzt mal davon gesprochen, wenn er der Ursprungswolf sein sollte oder der Wolfsjunge, dann hätten wir doch ohne Probleme das Messer ziehen können, oder nicht? Wir wissen es ja nicht. Ich wäre jetzt hochgepokert, irgendwie um zu sagen, ja, zieh mal raus, zieh raus den Scheiß, das ist voll eklig, Mann. Weil Blutverlust hätte ihn dann wahrscheinlich halt schon noch vorher noch platt gemacht, irgendwie. Naja, das stimmt. Blub. Oh, und ich weiß, was passiert. Bobby haut durch die Wände. Kamst du the wall. Er macht ihn nur faddern. Oder er versucht sich jetzt auch da durchzuquetschen. Er läuft einfach durch. Er läuft einfach durch so. Ah, Luft anhalten. Breathe, Benny Boy, you can handle it. Come on. Soll ich mal früher loslassen, damit er denn ihn findet? Nein. So, ups. Da bin ich von der Taste runtergerutscht. Tut mir aber leid. Boah, wie er guckt. Was ich halt noch nicht verstanden habe, ist, warum die sich mit... Was ist das nur für Zeug, was die sich da rumschmieren?
Daraus sind die jetzt noch gar nicht so wirklich eingegangen. Nee, ich glaube, das kommt dann wirklich am Ende. So, das weiß ich nicht, ob man dann den Geruch so ein bisschen überdeckt. Das verlangt mir nach Exposition! Müsste er nicht eigentlich mittlerweile auch schon Blut spucken, leider Gottes? Ja. Oh Gott, komm schon, Mann! Du musst mir helfen! Ach ja? Ja, versprochen! Ich werde nichts verraten! Nein, Mann. Familie geht vor. Sonst kriege ich Ärger. Von wem denn? Ja, jetzt bist du gefragt. Zustechen oder nicht? Zustechen. Was will man... Oh! Was machst du? Ja, tut scheiße weh, was? Ich wurde noch nie gestochen. Lass mich in Ruhe. Oh Gott, Alter. Au, das tut echt weh. Oh, das ist so ein... Oh. Creepy, der Typ, ey. Pass auf, Laura, wenn er nicht der Werwolfsjunge ist, wird Laura ihn jetzt wahrscheinlich beißen. Ich bin's. Damit er sich heilen kann. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es? Oh, es ist gar nicht so schlimm. Alles wird gut. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Mhm. Ich gebe wirklich mein Bestes. Du musst mich beißen. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Mitfühlend ist. Es ist nicht deine Schuld. Spöttisch. Ich wollte es nicht sagen. Naja, wir sind natürlich mitfühlend. In diesem sentimentalen Moment. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Manchmal sind die Scheißdialoge so cheesy, ey. So, ah. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Nein. Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn Mach's ich nicht. Dich jetzt... Nein! Beiße, dann... Nein, was? Wenn ich dich ja, jetzt aber was beiße, ist die Alternative? Dann bist du auch infiziert. Das heißt... Würdest du das wollen? Es halt dann? Kannst du dir ja überlegen. Tot oder... Aber es heißt auch... Infiziert. Also, ja. Jetzt nicht, dass man jetzt ja, sagt, so, ja klar, ich möchte infiziert sein, aber du hast immer noch die Chance, in der Zeit diesen Wolf zu finden und ihn zu töten. Ryan, ich habe nicht viel Zeit. Ich spüre, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt Schwierig. Beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Schlimm ist, sie wissen ja nicht, ob das wirklich Leben. Chris ist. Und ja. Meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen und Leben und Chris töten. Oder versterben. Okay, jetzt kommt die wahrscheinlich die Entscheidung, die du treffen darfst. Nee, das wird der Chat treffen. Ich bin doch nicht bescheuert irgendwie. So, Chat, spitzt schon mal die Finger, macht schon mal die Finger dran. Sollen wir uns beißen lassen oder nein sagen? Schwierig. So, du kannst mir mal sagen, Benny, wie du dich jetzt entscheiden würdest. Also, man muss ja sagen, okay, die Möglichkeit ist natürlich da, wenn du jetzt gebissen wirst, dass das alles heilt und allem drum und dran, du müsstest aber dann natürlich auch in der Nacht gucken, von wegen, dass du den Ur-Wolf tötest. Oder, wenn die Theorie irgendwie stimmt, was ich nicht glaube, reicht es ja aus, wenn Ryan nicht den Ur-Wolf tötet, sondern eventuell ja auch einfach nur von, also Laura, weil sie ihn ja beißt und verwandelt. So, damit
wäre das er... Das war nicht klar, irgendwie. Das ja, okay. Ist nicht klar, nur weil derjenige, der dich infiziert, also beißt, dass der durch seinen Tod dich quasi befreit. Das ist nicht... Es war nicht... Vielleicht nicht die Art und Weise, wie man den Fluch aufheben kann, sag ich an der Stelle. Aber, wie du schon richtig sagst, woher wissen wir denn, dass Chris Hackett oder Hackers, oder weiß ich, wie der Nachname ist, dass er wirklich der Ursprungswolf ist? So, wir nachher, wissen es halt nicht, wir wissen genau, es nicht. Also nachher werden wir gebissen, die Wunde heilt so, wir töten ihn, haben ihn voll umsonst getötet, weil im nächsten Vollmond verwandeln wir uns wieder und die gleiche Geschichte wieder, geht wieder von vorne los. So. Klar leben wir dann noch, aber unter welchen Umständen halt, ne? Ja, du kannst halt Ziele weiterverfolgen, ne? Du kannst halt immer noch sagen, such den Typen weiter, wenn es halt nicht Chris war irgendwie. Chris ist definitiv ein Wolf. Also ja. Ist definitiv infiziert. Heißt, wenn Chris stirbt, das klingt jetzt hart, aber es wäre ein Wolf weniger. Ja. Ja, aber wir sind ja eigentlich auch ein Wolf. Ja, das ist richtig, irgendwie. Aber die Frage ist jetzt halt irgendwie, wie sehr willst du deine Mission selbst vollenden? Ne? Was bist du bereit? Bist du bereit, deine Menschlichkeit zu opfern, um andere Menschen zu retten? Ja, oder bist du bereit, halt einfach den Virus nicht weiter auszuspreaden, indem du einfach stirbst und dich nicht infizieren lässt? Na, das heißt ja nicht, dass dadurch der Virus weniger irgendwie aber die Wahrscheinlichkeit ist um einen geringer. Um einen geringer, weil du dich hast nicht beißen lassen. Aber was sagt der Chat? Also bis jetzt geht die Meinung Richtung... Ja... Annehmen. Na gut. Chat entscheidet, wir nehmen an. Diese Entscheidung von dir, Benny. Ja, von mir, das stimmt. Das stimmt. Das, so ein starkes Stück. Okay. Der Weg gewählt. Komm, beiß mich. Weich und saftig für dich. Jetzt spielen wir natürlich die Lovers, ne? Wenn du so willst, das Bild. Ja, aber das wäre schon krass. Also sie, ja, genau. Ja, weil sie beißt ihn, absolut. Ne? Ist nur die Frage, kann sie auch aufhören, wenn sie es einmal geschmeckt hat? Nein, wir ziehen nicht weg. Wir ziehen nicht weg. Okay. Oh, es mundet so gut. Du schmeckst aber ganz lecker. Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, ja. Glaube ich. Wie lange hat es denn mit deinem Auge gedauert? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Meint er, jetzt kommt Bobby? Ja, oder Vater, ne? Oder Trevor? Trevor. Travis? 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 Travis, ne? Travis. Travis Ake. Ah, jetzt sind wir wieder auf dem Shop. Genau, auf dem Schockplatz. Auf dem Schrottplatz. On the Junkyard. Kennst du eigentlich den Film 13 Geister, Benny? Diese Typen werfen nie was weg, ha? Ich glaube, ich hatte mal schon mal das Thema. Ich glaube. Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben? Nee, aber ich glaube, du hast schon mal irgendwas erzählt mit. Tja, die meisten. Am Anfang des Films geht es irgendwo auf dem Schrottplatz los. Genau, musst du mal unbedingt angucken. Und seitdem habe ich aber so ein bisschen. Okay, also. Ja, ambivalente Gefühl zu Schrottplätzen. Okay. Nachts auf jeden Fall. Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Okay, wir suchen nach allem, was intakt ist. Wer sind wir denn überhaupt? Oh ja, wir sind Dylan. Dylan, und wir müssen eine Verteilerkappe suchen. Ja, dann machen wir das doch mal. Wir haben aber nicht die Info, dass wir eine Verteilerkappe suchen müssen. Von Caitlin. Was so ein bisschen... Such alles, was intakt ist. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Alles. Versuch, keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Oh, klar. Sag ich ganz vergessen. Was wir suchen sollen. Hast du schon was? Eine Reife. Hast du schon was? Ist auch noch gut. Noch nicht. Such noch so 2 Sekunden. Hast du schon was gefunden? Muss man sagen, inspiziert, aber gründlich.
Kann ich auch irgendwann mal wieder übernehmen oder gucken wir uns jetzt die Cutscene hier Ewigkeiten an? So, Dylan. Lass mal deine Adleraugen hier durchfluschen. Gott! Also wirklich, Inszenierung 1 mit Sternchen. Hier noch ein. Ach, da geht es auch einfach dann aus, ja? Wenn wir dann nicht mehr. Okay. Na, Bewegungsmelder, ne? Ich hätte gedacht, dass das dann eine Weile anbleibt. Tatsächlich hatten meine Eltern damals noch in, also im Flur einen Bewegungsmelder für das Flurlicht. Okay. Kennt wahrscheinlich, also als Bewegungsmelder aufkam, hatten wahrscheinlich viele Eltern sowas zu Hause. Gerade im Flurbereich fand sowas total nervig, irgendwie. Also, mein Vater hat sie feiert, irgendwie, aber. Also bei mir war das zum Glück nicht der Fall, kann ich schon mal sagen. Tatsächlich ist sowas nachts sehr cool, wenn du halt so schlaftranig eben kein Eimer unterm Bett zu stehen hast, sondern irgendwie durch den Westflügel zu den Örtlichkeiten irrst. Irgendwie ist natürlich ohne den Lichtschalter zu ertasten an der Wand so ein Bewegungsmelder cool, aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Das war jetzt aber nicht Sinn... Ich sag mal, Benny, don't push the button. Don't push the button. Enden. Nein. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass der einfach hier so einen Button drückt. Vor allem, ich habe ja noch nicht mal alles erkundet. Ich wusste ja gar nicht, ich wollte einfach auch nur gucken, was da ist. Vielleicht hat er, ich hätte gedacht, dass er da Werkzeug hat, was er mitnehmen kann. Sehr cool wäre jetzt auch so eine Inszenierung, dass du halt so einen total auf den Schrottplatz hast, irgendwie siehst, wo Dylan und Caitlin sind und du siehst aber an einer anderen Stelle, wo Bewegungsmelder angehen. Das wäre eine coole Sequenz. August. August. Vollmond. Am 22. August. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Fly me to the moon. Na, na, na. Wie geplant? Woran erkennt er denn das? Nur weil da Full Moon steht? Es steht auch in jedem Kalender drin, wie die Mondzyklen sind, oder nicht? Naja, so eine kreist, ne? Ja, gut. Ich weiß nicht. Also, wird's jetzt... Body Damage. Gibt es was? Schrottplatz. Diese gekritzelte Bitte, etwas nicht in die Bücher einzutragen, klingt ziemlich fragwürdig. Hier muss es etwas geben, das sonst niemand erfahren soll. Okay. Kannst du mal kurz die Ausrufezeichen mal abklappern? Nee, okay. Komisch. Ach so, das sind jetzt da haben wir die Bilder nicht gefunden. Also hier haben wir auf jeden Fall was verpasst. Okay, na gut. Alles klar. Das sah für mich gerade so ein bisschen aus wie nach dem Motto, hey, okay, ist eine neue Interaktionsmöglichkeit. Ach so. Travis, vielleicht? Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Ja, das wird bestimmt jetzt hier der Ding sein, der Jeep von Max und Laura, den sie da so ein bisschen versucht haben, zu verstecken. Na, haben sie nicht gesagt, dass er die in den See gefahren hat? Haben nicht gesagt, dass er den versenkt hat? War das nicht Laura, die einfach ein geklautes Auto hatte? Also die sich dann von der Polizeistation quasi ein Auto geklaut hat und dieses versenkt hat? Achso, dann hat er nur gesagt, er kann es verschwinden lassen? So, okay, ja, gut, der würde jetzt mit der Notiz Sinn machen, ja. Hast recht. Du hast recht. Was ist denn da? Ich höre die ganze Zeit da hinten links. Hör ich Geräusch. Hier, komm, dann gehen wir hier durch. Obwohl, warte mal, hier gab es da noch eine Tür. Achso, ja, ist ja Blödsinn. Die Tür brauche ich eigentlich. Oh, hier geht's. Oh, shit. Oh, nee. Komm, dann schreit doch nach Tarotkarte da hinten. Ja, stimmt, hast auch wieder recht. Ja, stimmt. Tarotkarte. Für die Tarotkarte. Tarotkarte. Oder auch keine Tarotkarte, sondern Falle. It's a trap! Das weiß ich nicht. Alter, Scheiße, Alter. Das sieht auch so heftig aus, wenn die alle so komplett blutbeschmiert da rumflitzen. Bist du dir sicher, dass ich hier gucken gehen soll? Ich bin mir natürlich nicht sicher, Benny. Das ist halt eine Intuition folgend, die mich sehr häufig in Schwierigkeiten bringt. Diesen Weg zu gehen. Ich habe mal ein bisschen Bange, dass wir jetzt gleich irgendwo hinkommen, wo wir nie wieder zurückkommen und da hinten nichts mehr finden. So, gar nichts. Ich auch nicht. Deswegen drücke ich einfach mal.
weil ich nichts sehe. Ist auch super. Glaubst du, Ryan ist okay? Er weiß, was er tut. Bestimmt ist er sicherer als wir hier. Komm. Gucken, die haben jetzt einfach nur in die rausgeschaut, in die Landschaft und sich gedacht, oh, glaubst du, Ryan ist okay? Wahrscheinlich. Einfach so nach draußen sinniert. Und dafür bin ich jetzt hierher gekommen? Ernsthaft? Das ist tatsächlich ein bisschen... Mau. Okay. Also bevor ich denn quasi da weiter geradeaus... Oh, Entschuldigung, verschluckt. Da weiter geradeaus laufe... Oh Gott. Folgt da weiter geradeaus... würde ich nochmal zurückgehen wollen, um nochmal gucken, um woanders nochmal zu gucken. Okay. Also der Schrottplatz bietet sich ja optimal an, da irgendwo eine Tarotkarte zu verstecken. Ja, das ist auf jeden Fall. Ist doch schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir da jetzt keine finden. Ja, vor allem, guck mal, hier geht's auch nochmal weiter. Ach du Scheiße. Und du kannst da so einen Hebekran hier sehen, so einen Magnetkran irgendwie. Wahrscheinlich musst du halt ein paar Autos wegheben. Ach du Scheiße. Und ich weiß nicht, ob das so clever ist, dass wir hier die ganze Zeit die Bewegungsmelder auslösen, weil damit wissen die ganz genau, wo wir gerade stecken. Na, wir haben keine andere Wahl, ne? Also, keine hier Freiwilligkeit. Ja doch, also ich glaube mal, dass wir mit diesen Geheimgänge... Ach so, also, dass du die umgehst quasi. So ein bisschen, weil ich kann ja jetzt hier auch durch, aber hier könnte es auch eine Tarotkarte sein, weil es sieht aus wie eine Sackgasse hier hinten. Ah, dann könnte natürlich die Sequenz nachher kommen, ne, wenn wir verfolgt werden. Übrigens, was mich... Oh, schöne Anekdote irgendwie, ne? Wenn ihr denn Eltern hattet, die Bewegungsmelder zu Hause hatten, im Flur, ein, habt ihr denn auch probiert, dass er sich nicht auslöst, wenn ihr vorbeischleicht, ganz langsam? Ich hab's probiert, ich hab's nie geschafft. Nie. Also wenn du dich nach Hause geschlichen hast irgendwie, wenn du zu spät zu Hause warst, oder was? Nee, ach Quatsch, ja nicht, nee, einfach mal so aus Spaß irgendwie. Hat man sich denn, keine Ahnung, hast du gedacht, du bist jetzt irgendwie Solid Snake oder James Bond oder so und bist jetzt hier... Zum Mission Impossible mäßig. Ja, so. Ethan Hunt, dann darfst du irgendwie den Laserdraht nicht auslösen. Ich stell mir gerade Klein Steve vor, wie er da so durch den Flur geht. So völlig equipped. Genau. Und sich dann auch... Genau. Steven, komm Abendessen! Das ist eine unmögliche Mission. Oh, das ist geil. Scheiße, schreibe gerade. Bewegungsmänner nicht. Aber ich habe versucht, die quietschende Kühlschrank ohne Quietschen zu öffnen. Nachts. Du, das probier ich heute noch. Kannst du vergessen. Ist Falle. Ist vom Hersteller so vorgesehen. Verräter-Kühlschrankstüren. Oh, Karte. Das Gericht. Ich habe gerade gedacht, ich habe da eine Person gesehen und der macht die Kamera einen Schwenk und ich habe mich so erschrocken. Ich dachte, da hinten, weißt du, so neben der Lampe, links daneben, so hinterm Zaun, ja, dachte ich, da so steht eine Silhouette, ne? Ja. So, was haben wir für eine schöne Gericht gewonnen für eine Tarotkarte? Achso, ja, stimmt. Das ist völlig, ich war so durch. So, Der das Gericht. Ein Urteil wird gesprochen. Das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen ein schnell getroffener Entschluss von der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Na toll. Können wir eigentlich... Warte mal, Ema, noch mal eins kurz auf die Karte, das Gericht. Ja. Jetzt mal, ist weit hergeholt. Aber sieht der Typ mal, wenn du dir die blonden Haare wegdenkst irgendwie und die weiße Hautfarbe, nicht aus wie Ryan? Also, findest du die auch? Also, oder ist das jetzt spinnig jetzt? Oh, doch, ja, könnte. Oder? Könnte sein. Aber wahrscheinlich ist das Quatsch. Ja, guck mal hier, kannst du dir, siehst du, das will ich mal nicht mal gucken. Du kannst dir nämlich hier die Dings nochmal angucken lassen. Die Vision erneut zeigen. Ach ja, und ohne Filter diesmal. Ja. Okay, wir haben uns auf jeden Fall anders entschieden. Ja, krass. Okay. Jetzt ist die Frage, war das richtig, dass wir uns anders entschieden haben, oder war das nicht so gut? Tja, das kannst du wahrscheinlich an dem Punkt nicht mehr beantworten, ne? So sehr, wie sich das verzweigt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt schon verlaufen, ich habe keinen Plan mehr, wo wir sind. Sind wir von hier gekommen, oder ist das neu? Oh ne, warte mal, hier, das ist neu. Hinweis, weggeworfene Schilder.
Harum Scarum, naja. Die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Okay. Ich werfe nochmal gerne die These mit den 6 Jahren auf, ja? Meinst du wirklich 6 Jahre nur? Was ist das? Don't touch! Don't touch! Oh! Harum Scarum. Ah, die Wahrsagerin. Siehst du das, Caitlin? Mhm. Auch Caitlin sieht es. Elisa. Auch wenn sie nichts sagt. Elisa heißt sie. Ach Mann, ey. Mal dieses Gewumme. Warum läuft sie jetzt da hoch? Why do you... von da? Nee, da waren wir doch vorhin schon. Hä? Lauf ich zurück? Ich würde jetzt erstmal sagen, nee. Obwohl ich es jetzt auch nicht beschwören kann. Ne? Ah, und jetzt würde ich sagen, ich bin lost. Ja, ich würde sagen, ich habe mal verlaufen. Sagte der vorhin sagte, ist aber eine cheesy Line hier. Okay, aber hier geht's nicht weiter. Gut, dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Weil ich bin der Meinung, dass da oben, genau, da war ich doch schon. Dann sind wir da runter. Meine Güte. Ja, das Licht geht an. Das Licht geht aus. Die ist auch überall so ein bisschen ölig, ne? Also. Benzin. Da jetzt ein Kippchen rauchen? Nicht so gut. Nee. Keine gute Idee. Generell keine gute Idee. Ah, jetzt weiß ich, wo du hin willst. Zu dem Auto da oben. That's the crane you've talking about. Da ist der Kran. Komm jetzt da hoch. Ja. Klettern kannst du ja nicht. Ja, Caitlin, sag mal, wie kommen wir jetzt da hoch? Ist denn Caitlin nicht vorhin irgendwie da... Du musst aber kicken, wo die Stufen hinführen. Ja, ja. Du sollst nochmal rumlaufen. Wir gucken nochmal. So. Da. Ja, mach mir mal Licht an. Das finde ich gut. Da auch nochmal Licht an. Da müssten wir irgendwie rennen, ne? Gibt es da eine Tür oder irgendwas? Ach, guck mal, hier. Da ist doch so eine Treppe. Lass uns doch die Treppe nehmen. It's the stairways to heaven. Da. Guckst du da? Da ist der Auto. Hängt an der Magnet. Gut möglich, dass es den Zirkus länger gab, aber das Feuer war da, glaube ich. Okay. Stimmt, glaube ich. Das Feuer war wirklich vor 6 Jahren. Hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Nein. Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Das ist, glaube ich, nicht so ein guter Spitzname von Kindern. So, du bist ja Greifer. Ist dir übrigens gerade aufgefallen, irgendwie, dass jetzt Vogelzwitscher, Jab, mitten in der Nacht? Was? Muss man, also, die hatten jetzt hier gerade in die Background-Atmo, haben die Vogelzwitscher mit drin genommen. Okay. Was eigentlich Quatsch ist, weil Vögel nachts nicht zwitschern. Ach, okay. Weil wirkte alle gerade so hell durch die Bewegungsmelder und ich dachte gerade, ja, what the fuck, ist das jetzt Tag? Haben die jetzt irgendwie 3 Stunden von dieser Treppe gestanden? Oh, ist ja toll da oben, Alter, wie kommen wir da hoch? Tag. So, was haben wir denn? Ängstlich oder ermutigend? Ich bekomme ein bisschen, bekomme ich ein bisschen Schutz oder ermutigen? Pass auf mich auf. Ja, komm mal, pass auf mich auf. Hier, wir sind hier. Easy. Hörst du das? Sicher, ja, klar doch. Ja, jetzt. Pass, einfach auf mich auf, ja. Musst aber genau zu. Da muss er sich jetzt aber wirklich, überwinden. Na gut. Ja, durfte wahrscheinlich halt auch mit einer Hand relativ schwer zu handeln sein. Jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Schlüssel noch hat stecken lassen. Okay, gar nicht so kompliziert. Ja.
Also gar nicht kompliziert würde ich. Ich weiß ja wenigstens, wie er angeht. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Mocke. Shit. Schön. Okay. Na, okay. Dann mal los jetzt. Reicht es nicht, wenn er einfach die Magneten lösen würde? Damit die Frage, wer wo das Auto landen würde. Ja, wenn er natürlich irgendwo auf einem Berg von 8 anderen Autos landet, ist das doch blöd. Ja, aber ich würde jetzt nicht unbedingt das Auto so über Caitlin schwingen lassen und sagen... Ja, nee, das sowieso nicht. Aber er macht's easy, okay, cool. Ja, weil es schon ziemlich nah. Vor allem ist das doch gar nicht mal so einfach irgendwie. Also, du musst halt schon mal bei so einem Kran gucken, was bewegst du jetzt wo irgendwie, damit. Wurde was passiert? Und wie löst er jetzt mit den Magneten? Können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! So. Die Ohrringe abgerissen. Oh nein. Aha, jawohl! Ich feier es! Schön! Sehr geil! Ja! Caitlin warnen, das bin ich ja. Schatz. Oder? Ich will Caitlin warnen, damit sie ins Auto steckt und dann das Auto heben. Und so weit rum. Okay. Now it's going up! Ja, und jetzt links, rechts, geradeaus, oben, unten. Schwingen. Warte mal, Hupen würde glaube ich auch gehen, oder? Hupen. Frequenzen? Oh! Okay, sie ist mutig. Also, Reifen sind auf jeden Fall nicht so weich, dass man da so hochspringen sollte, Alter. Oh! Komm, Tille! Zieh's durch! Komm an! Und sag: Hallo! Burn, Motherfucker! Burn! Okay, und jetzt das Auto fallen lassen. Fallen lassen, ja. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. I throw it on the ground. Und? Kaboom! Und zwar noch gut gepokert. Das war sehr knapp. Und ich glaube nicht, dass er dadurch komplett weg ist. Wahrscheinlich nicht, nee. Ist auf jeden Fall nicht viel lange. Okay. Vielleicht betäubt oder so, ja. Er atmet. Aber es ist auf jeden Fall nice, dass sie diese Sequenz eingebaut haben. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Habt ihr gut gemeistert. Dankeschön. Dankeschön. Hat sie jetzt aber einen Teil rausgeholt oder nicht? Oder gehen die jetzt einfach nur wieder zurück und sagen... Sie gehen okay, einfach. Sie gehen einfach. Völlig umsonst auf dem Schraub. Oh, ja, ist einfach. Ach Gott. Nee. Ja, stimmt, keiner. Ah, jetzt sind wir wieder bei Abigail. Ach ja, die haben sich ja wir unterhalten. Wir müssen was tun. Die haben sich ja was denn? Unterhalten. Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen.
Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber... Eigentlich ja. Wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist okay. Besser als nur rumsitzen. Nee, kannst dich auch bewegen. Oder nicht? Also warum muss sie denn jetzt sich hier umschauen? Weil das eine blöde Zippe ist. Oder um mal wieder Klischee wieder ein bisschen aufzugreifen, so von wegen, warum haben sie denn nicht eine Kissenschlacht gemacht? Ja? So wie man es immer so, ne? Fuck, wie kommst du denn jetzt da? Oh, okay. Okay. Scheiß auf die Kissenschlacht. Oder hinten in der Ecke. Schön, dass ich drauf gezeigt habe gerade. Da hinten in der Ecke ist aber ja, immer. Ich hab ihn gezeigt. Ich hab ja habt halt alle gesehen, wie ich ihn gezeigt habe. Also, ja. Das ist doch hier nur die Emma, oder nicht? Guck mal hier, Stromkasten. Oh. Surveillance Room. Ha. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Na, keine Aufmerksamkeit. Oder? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Diese Scheißtypen sind überall. Oh, okay. So, was haben wir hier noch Feines? Was gefunden? Oh, ich check nur die Leiter. Ist da... Weißt du, was das ist? Ich habe eine Theorie. Tür oben? Das ist die Leiter mit der Falltür von dem Büro von Chris Hagrid. Ja. Oder Hatchet. Ja. Warum? Ja. Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay. Leider ist da was oben keine Waffe mehr. Ist, stimmt, wir haben die mitgenommen. Kann sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Und da ist auch die Wohnung von Dings. Und da ist dieser Geheimraum mit den Kameras für die Wälder. Genau. Da könnte man sie auch noch verstecken. Da. Hä? Warum? Was? That's right, my boy. We got in the office. Cool. Du bist eine kleine Superspürnase, Benny. Wir sind doch... Nee, runtergelaufen sind wir ja nicht, ne? Wir haben es ja nicht gemacht. Nee. Wir sind ja nicht runtergeklettert. Haben wir uns nicht getraut. Haben wir gesagt, oh, mach mal dies. Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Ja. Muss ich ein bisschen ausruhen. Wo sind die jetzt? In der Scheune? Dir geht's bald besser. Cool. Oder? Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Skeptisch so. Nein. Lass uns einen Weg nach unten finden. Sollen wir jetzt wissen, sag ich. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Okay. Fein. Da sind wir wieder, die taffe Laura. Wo ist das hier? Was ist das denn? Was ist das? Oh, Spritzen. Schön. Hm. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Was heißt denn, dass wir richtig sind? Was beweist denn, dass da jetzt Spritzen liegen? Also ist doch klar, dass das ganze Grundstück irgendwie ein kompletter Tatort ist. Ja, deswegen, also, hä? Hat jetzt keinen Sinn gemacht, so richtig. Gut, da vorne ist irgendwas im Licht. Exploriertes. Guck mal hier, wie... Exponiertes. Oha, okay. Vorsichtig. Yep. Er bewegt sich nicht einen Millimeter. Warum sagt sie vorsichtig?
Ich will hier eigentlich nur auf zum Sessel. Dachte mir so, oh, wir mal ein bisschen Platz uns. Oh, das rote Licht. Was macht das? Das leuchtet rot. Ist das Chris, der sich angekettet hat? Hackett. So. So ein Arschloch. Scheiße. Super Scheiße. Oh, Mann, nee. Nein. Um auf die Chatfrage zu gehen. Jetzt im Keller. Nee, guck mal, jetzt sind wir beim... Oh ah, Gott. Er hat Bobby. Oh Gott. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Komm schon. Ach du Scheiße. No. Oh Gott. Oh. Oh, scheiße. Und das wird's jetzt wahrscheinlich auch gleich mit Travis gewesen sein. Bobby! Die Waffe! Alter! Jetzt! Oh Gott! Nein, nein, nein! Oh! Oh! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott. Oh, heftig. Es ist ja mega explizit dargestellt, ey. Also. Schießen oder nicht? Wir schießen. Schießen. So, und jetzt wäre mal interessant, ob sie sich zurückverwandelt. Und das... Ja. LOL! Und sie hat sich bis auf Unterwäsche... Fand ich ja schon beim Hulk immer komisch. Immer zurückgeschrumpft bis auf die Hose. Ja, du weißt ja, der ist immer ein bisschen komisch. Ja, darf's ja nicht so. Wobei, danke. Köpfe einschlagen kannst du sehen, aber... Dass sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und... Was nun, sind alle wieder normal? Müsst ihr eigentlich? Was? Oh. Du denkst, das ist vorbei? Wieso? Sie hat sich doch verwandelt. Das ist es nicht. Wieso? Ach, ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Caleb. Kaylee. Das tote Mädchen. Ihr Bruder. Was? Caleb biss Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer biss Caleb? Silas. Der Sohn von der Wahrsagerin? Verfolge ihn seit Jahren. Er ist... Scheint so. Ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Weißer Wolf? Was? Was sagst du? Der auf den Karten immer. Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir.
Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Jetzt ist die Frage. Wieso sollte ich ihnen helfen? Gemein? Wieso sollte ich ihnen trauen? Misstrauisch. Oh, ja. Das ist aber eine Frage. Also ich muss ja auch nochmal dazu sagen, ne, also wir haben jetzt ja Chris einen Headshot verpasst. Instant hat sie sich wieder verwandelt und wahrscheinlich auch, falls er noch leben sollte, Olle Max. Weil Chris hat ja Max gebissen und Max hat sie gebissen und sie hat ja ihn, also hier diesen Ryan gebissen. Das heißt, genau. Also der Kreislauf ist ja quasi durchbrochen. Ja. So, jetzt ist die Frage, machen wir jetzt gemein, wieso soll ich ihnen helfen oder sollen wir misstrauisch sein? Oh, ist aber eine, ich würde die Frage weitergeben an den Chat eigentlich. Ja, ja, ne, irgendwie, aber kurze Frage, wer zur Hölle ist Caleb? Wer war denn Caleb? Caleb, warte mal. Wer ist Caleb? Ja, stimmt, wer ist Caleb? War Caleb jetzt der alte Mann? Aber er hat ja gesagt, wir können Caleb noch retten. Ich traue ihm und würde ihm helfen. Caleb ist der Sohn von Chris. Ach ja, der hat ja zwei gehabt, wa? Der hat doch einmal die Tochter gehabt? Den haben wir tatsächlich nur auf dem Foto immer gesehen, ne? Der ist... Ja. Aber wo ist der denn? Also, oder ist der irgendwo eingesperrt, aus Sicherheitsgründen? Egal. Auf jeden Fall, Chat sagt, wir trauen ihm und würden ihm gerne helfen. Also, wieso sollte ich ihn... Was? Oh, jemand würde ihm helfen. Wieso sollte ich ihnen helfen? Wieso sollte ich ihnen trauen? Jetzt ernsthaft? Okay, dann sage ich trotzdem misstrauisch, weil wir wollen ihm ja helfen. Ich gehe mal davon aus, das ist das, was gemeint ist. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Zales und allen geht's besser. Ja, wenn er der Ursprung ist, ja. Denen, die noch leben. Interessant, weil Silas auch eine Albino-Figur in einem Dan Brown-Roman ist. Wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden. Okay, los geht's. Warum? Wenn er es genau weiß, warum geht er denn nicht dahin und das hat mich schon nicht, längst... dass ich vergebe, was sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Es wäre, ja... Mit dem Lappen, ey. Alle nur total blutbesudelt in diesem Spiel. So krass. Ich glaube, das ist unnormal, wenn du nicht blutbesudelt bist. Du hattest deine Chance. Alter, was ist mit dir los? Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Was? Wieso denn? Weil sie will, dass wir die Family töten. Macht nichts. Ja. Weil wir auf der Jagd nach ihrem Sohn sind. Wir könnten es noch schaffen. Schon klar, passiert, aber ist passiert. Letztendlich lass uns jetzt fast die komplette Familie nur noch nach vorn schauen, okay? Aber guck mal, sie rastet jetzt aber aus. Weil sie merkt, es geht langsam zu Ende. Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Das ist ja scheiß Guss, der Elb, okay. Das ist unangenehm. Vor allem auch die Gesichtszüge dieses... Siehst du, und da auch wieder der weiße Wolf. Die Sonne. Ja? Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du... allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. The Judgment. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Okay.
Tja, naja, letztendlich... Es steckt stets mehr dahinter als gedacht. Könnte man schon sagen, war soll tot. Soll ich es dir zeigen? Ja, na klar. Also sie sollen uns natürlich mehr zeigen, mehr sehen. Tod steht wahrscheinlich, ich interpretiere jetzt mal irgendwie, Tod steht dafür irgendwie zu sehen, gut. Dass wir... Aber ich kann dir leider nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Ja. Welche soll es sein? Such aus. Tod verhindert wahrscheinlich irgendwie, dass wir unseren Tod irgendwo begegnen, indem wir eine Vision haben, wie wir dem entringen. Ne? Okay. Die Sonne ist wahrscheinlich, wie wir es schaffen, überhaupt zu überleben. Also den nächsten Tag irgendwie zu überleben. Und Judgment irgendwie handelt wahrscheinlich, wie wir sie das besiegen. So würde ich das jetzt mal interpretieren, was sie gesagt hat. Okay. Ich hätte jetzt bei dem Bild von der Sonne, hätte ich jetzt gesagt, so von wegen, wir beenden das, indem wir mit dem Kind, also mit dem Ursprungswolf quasi ins Ende treten. Wegen dem weißen Wolf halt, der abgebildet ist. Weißt du? Ne, ich orientiere mich jetzt ja nicht mal tatsächlich so an dem Gezeigten, sondern eher wirklich an dem, was, wie es, sag ich mal, hinten geschrieben war. Achso, an ne, weil sie jetzt sagte, okay, alles klar, der neue Tag irgendwie, das Überleben der Nacht, wie wir es schaffen. Ja, wofür? Halt beim Judgment halt irgendwie, ja, steht für Hass, Rache, Vergeltung, papapapa, irgendwie. Also ist jetzt meine Interpretation dessen irgendwie. Wir können gerne nochmal den Chat fragen irgendwie, als wahrscheinlich heute letzte Frage. Ja, wird auch, wird die letzte Frage sein. Denn, lieber Chat, sag uns bitte, soll es der Tod sein, die Sonne oder das Gericht? Für welche Karte sollen wir uns entscheiden? Ich finde ja Judgment, also ich finde das Wort Judgment halt geil. Die Justice. Finde ich auch geil. Ja. Ja, ist so. Justice Smith. Justice... Quasi, ja. Heißt hier ein Entwickler, wie wir ja schon gesehen haben am Anfang. Justice Smith. Ja, Justice. Was ein Name, ey. So, lieber Chat. Soll es die Sonne sein? Der Tod? Oder das Gericht? Herr Junger schreibt... Ich hätte wohl das Gericht genommen. Na gut, dann nehmen wir das Gericht, oder? Dann soll es The Judgment sein. Dann gucken wir mal rein. What? What? Zum letzten Mal. Geh bitte. Und bring es zu Ende.